Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch mal mein allererstes Reborn, das Reborn Baby, zeigen und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Und das hier ist die Kleine, sie ist der Bausatz Valentina von Elisa Marx und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal alle Details, die sie hat und dann ziehen wir sie nachher nochmal gemeinsam an. Und ich würde sagen, wir starten unten mit den Füßchen. Und das hier ist einmal ihr erster Fuß, und zwar ist das der linke Fuß. Der sieht einmal so aus. Hier haben wir auch eine kleine Ader und eine Vene. Und die ist hier halt so blau. Ich hoffe, das fokussiert etwas und man kann das erkennen, aber ich denke nicht. Und der Fuß sieht halt so aus. Hier haben wir einmal die ganzen Fältchen betont mit Rot. Und von oben sieht der Fuß einmal so aus und die Fußnägel sind glänzend gemacht worden. Ich hoffe, man kann das erkennen. Also manches sieht auch gar nicht so aus, wie es aussieht. In der Kamera sieht es ja meistens etwas anders aus. Und so sieht halt einmal das Bein aus und ich finde, die Hautstruktur ist hier ziemlich gut gelungen. Also das mit dem Rot werde ich auch nochmal definitiv beim anderen Baby anders machen. Das ist mir etwas zu rot. Aber dafür, dass es mein erstes Reborn Baby ist, das ich gemacht habe, finde ich das jetzt eigentlich schon nicht so schlimm. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Bein, beziehungsweise erstmal mit dem Fuß. Das hier ist der rechte Fuß. Da sind auch die ganzen Fältchen betont. Und der hat natürlich auch glänzende Fußnägel. Ich glaube, hier kann man das besser erkennen. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall sieht er halt so aus. Hier haben wir auch wieder die ganzen Fältchen markiert mit Rot. Und so sieht halt das Bein aus. Und dieses Bein hier ist ein angewinkeltes Bein, wie man sehen kann. Und das andere ist gestreckt. Machen wir weiter. Und zwar kommen wir jetzt hier einmal zum Körper. Und ich mache jetzt einmal die Windel auf. Und zwar hat sie als erstes einmal 4/4 Arme und Beine und sie hat einen Scheibengelenkkörper. Wie man auch gerade sehen konnte, konnte man das Bein auch wirklich gut bewegen. Hier ist halt so ein Scheibengelenk drin. Aber man soll trotzdem das Ganze nicht so übertreiben, denn es könnte, glaube ich, auch kaputt gehen, falls man das überdreht, also wenn man das jetzt einmal komplett im Kreis dreht, aber das muss man ja eigentlich auch nicht, man kann das einfach so hoch und runter bewegen, das reicht ja. Und dann machen wir weiter, hier haben wir wie gesagt den Körper mit den Scheibengelenken und das hier ist einmal ihr linker Arm, der sieht so aus und ich glaube, hier kann man das auch ziemlich gut erkennen mit den glänzenden Nägeln, wenn es fokussiert. Und das hier ist einmal ihre Hand und hier ist zum Beispiel praktisch jetzt das hochzudrehen, damit man das Ganze von unten angucken kann. Und die Hand ist auch etwas rot geworden mit den Fältchen. Und hier haben wir einmal noch ein paar Finger und ich finde das richtig süß gemacht, die Hand. Da ist halt so eine Halbwegsfaust, also es ist nicht ganz eine Faust, aber sie hat so 3 Finger zusammen und 2 stehen halt so ab. Dann haben wir hier einmal ihren Arm, auch mit dem markierten Fältchen. So sieht er aus. Und hier sind auch ein paar Venen. Hier zum Beispiel, wenn man das erkennen kann. Dann machen wir weiter mit der nächsten Hand. Und die sieht einmal so aus. Hier kann man das noch besser erkennen mit den Nägeln. Und die ist halt auch wieder so rot. Hier ist halt die Innenfläche, die sieht so aus. Und hier haben wir auch wieder Venen. Die ist einmal hier so. Und hier unten ist auch eine, hier bei der Hand. Und hier sind natürlich auch wieder die Fältchen hervorgehoben. Und so sieht ihre andere Hand und der Arm aus. Und dies kann man natürlich auch so hoch bewegen, wie man möchte. Und jetzt kommen wir auch schon zum Gesicht. Und das hier ist einmal ihr Gesicht. Sie hat hier einmal ihren Hals und hier hat sie einmal so einen blauen Fleck bekommen. Und
Fältchen sind auch wieder betont. Und wie man gleich sehen kann, hat sie auch feuchte Lippen bekommen. Und hier ist es auch noch mal etwas feucht gemacht, da die meisten Babys ja sabbern. Und die Nase ist auch etwas feuchter und röter. Und dann haben wir hier einmal die Augen, die sind auch etwas befeuchtet mit dem Material. Aber das sieht man nicht so ganz jetzt. Und so sieht sie halt aus von der Seite. Und hier sind einmal ihre Ohren. Da habe ich auch nochmal das Material benutzt, um das Ganze feucht werden zu lassen. Wie gesagt, das sieht halt alles auf der Kamera auch meist etwas anders aus. Und man sieht auch, wie das hier die ganze Zeit wechselt irgendwie. Auf jeden Fall haben wir hier auch noch ein paar Venen und Adern auch. Ich würde sagen, wir drehen einmal den Kopf. Dann kann man das Ganze vielleicht sehen. Von der Seite auf jeden Fall schon mal. Von oben. Und von hinten gucken wir uns das jetzt einmal an. Da drehe ich die einmal um. Und so sieht das Ganze einmal von hinten aus. Hier haben wir auch viele Venen und Adern, falls man das sieht. Und hier wieder die roten Fältchen. Und hier hinten steht auch Elisa Marx drin. Ich würde sagen, wir drehen die Kleine auch schon mal wieder vorsichtig um. Und ich würde sagen, ich suche jetzt ihr Outfit raus und dann gibt es noch ein paar weitere Informationen zu ihr. Ich habe hier jetzt auch schon das Outfit parat, das ich ihr extra gekauft habe. Und ich würde sagen, während wir sie anziehen, erzähle ich euch auch nochmal ein paar Informationen zu ihr. Und zwar ist ihr Bausatz circa 50 cm groß. Und das Ganze werde ich natürlich später auch nochmal nachmessen für die Urkunde, die sie noch bekommt. Also so eine kleine Geburtsurkunde. Denn bei den Babys sind meistens eigentlich solche Zertifikate dabei. Und dann bastelt man sich halt so eine Urkunde. Und bei den Realborn Babys, da ist dann auch nochmal eine Geburtsurkunde dabei, also beziehungsweise das Zertifikat und die Geburtsurkunde ist alles in einem. Und sie hatte halt nur ein Zertifikat und deswegen werde ich ihr auch nochmal eine Geburtsurkunde basteln. Und dafür werde ich sie natürlich auch genau ausmessen. Und die Kleine ist circa etwas mit 2000 Gramm schwer. Ich glaube, das waren so ungefähr 2010 Gramm. Ich habe sie einfach auf die Waage gelegt. Also entweder wird sie vielleicht auch etwas leichter oder schwerer sein, denn das Ganze ist jetzt nicht haargenau. Ich habe jetzt nicht so eine spezielle Waage dafür. Deswegen, ich habe sie einfach so mit einer ganz normalen Haushaltswaage gewogen. Und ja, das wird natürlich auch dann auf ihre Geburtsurkunde kommen. Und dann natürlich auch noch der Name vom Bausatz und halt von wem der ist, also von Elisa Marx. Und dann noch der Künstler, beziehungsweise der, die sie geboren hat. Und ich habe gedacht, ich schreibe da einfach meinen YouTube-Namen rauf oder halt meinen eigenen Namen, ich weiß noch nicht. Und dann würde ich da einfach vielleicht noch ein extra Zeile hinzufügen für einen Namen. Also wahrscheinlich werde ich halt den Namen von Elisa Marx behalten, den sie für den Bausatz hatte, also Valentina, weil ich finde den Namen richtig schön, aber falls ich dann doch nochmal ihr einen anderen Namen geben werde, kann ich den da dann draufschreiben. Und das hier ist jetzt einmal ihr Outfit. Und jetzt bekommt sie auch noch etwas dazu. Das Ganze muss man nachher noch etwas besser zurechtdrücken. Sie liegt ein bisschen drauf, so sieht es jetzt auch schon mal besser aus. Also dieses Outfit ist in Größe 56. Ich habe das nicht kleiner gefunden oder so. Und 56 und 50 ist
ist halt so die Startergröße. Das ist jetzt halt noch etwas groß an ihr, aber ich finde das nicht schlimm, da das ja auch so ein Strampler ist. Und meistens tragen die Babys ja eh etwas größere Sachen, da die sehr schnell wachsen. Also das hier ist halt eine Puppe, die wächst natürlich nicht. Und dann habe ich ja auch noch so eine richtig schöne Mütze gekauft. Die sieht einmal so aus. Das ist so eine Krankenhausmütze aus den USA irgendwie. Und auf jeden Fall habe ich die dort halt schon öfter gesehen. Und ja, ich habe die jetzt einfach aus so einem Puppenladen bestellt. Und ich glaube jetzt nicht, dass es so eine Mütze ist für Babys, aber auf jeden Fall für Puppen. Die werde ich hier auch aufziehen. Und zwar ist sie ein Glatzi, falls ihr das gesehen habt. Und sie hat auch keine Augenbrauen oder Wimpern. Denn, wie gesagt, das ist mein allererstes Reborn-Baby, was ich reborned habe. Und ich fand sie jetzt eigentlich so ganz schön. Und bevor ich jetzt noch irgendwas kaputt mache, wenn ich jetzt noch Wimpern oder Augenbrauen mache, beziehungsweise Haare male, denn ich habe jetzt nichts zum Wimpern gekauft, da ich das auch erstmal weglassen möchte. Und ja, also ich brauche jetzt keine Haare für meine Babys. Vielleicht werde ich mir die später nochmal nachmachen. Und wie gesagt, ich wollte das halt mal ausprobieren, wie das ist. Und ich wollte länger schon mal ein Reborn-Baby, aber irgendwie haben mir die alle nicht gefallen. Und wenn, waren sie halt zu teuer, also so 1.500 Euro. Und so viel Geld habe ich halt nicht dafür. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mir das einfach mal selber. Und noch eine Info, ich habe ihr auch schon gleich einen Magnet in den Kopf gesetzt, damit sie einen Magnetschnuller haben kann, denn das finde ich richtig süß. Und zwar habe ich hier gleich 2 Stück erstmal gemacht. Und zwar ist das einmal hier einer von Nook, so ein blauer. Und der Magnet sitzt hier unten, denn das hat bei ihr hier ganz gut mit dem Kinn gepasst. Das hat denn dort halt besser gehalten als hier bei den Lippen, da ist er so weggerutscht. Und dann habe ich hier halt nochmal einen mit einem Wal. Und hier ist es irgendwie gelb, ich habe das in die Farbe gelegt, deswegen sieht das etwas komisch aus. Auf jeden Fall ist das jetzt das Outfit, was ich hier gekauft habe. Und übrigens habe ich sie einmal mit Glasgranulat gefüllt, das habe ich ganz vergessen. Also im Kopf habe ich so einen Beutel drin mit Glasgranulat, damit das Ganze nicht ausläuft, und Watte. Und da habe ich dann halt das Ganze auch vor dem Magneten gemacht, damit er nicht abgeht. In den Armen und Beinen habe ich Gummigranulat verwendet und Watte, und im Körper habe ich Watte und Glasgranulat wieder in einem Beutelchen. Und so sieht halt unsere kleine Valentina aus. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet und ob ihr vielleicht auch schon mal ein Reborn Baby Reborn habt oder ob ihr vielleicht eigene habt und wie diese heißen. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, das war's mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.